heute mal für euch ein Unpacking. Ja, klingt nicht spektakulär, aber es handelt sich um meinen Silvesterfund. Und zwar sind das verschiedene Songsets, beziehungsweise es gibt insgesamt, wie ich gesehen habe, drei verschiedene Befüllungen. Und zwar haben wir hier die Version Song 2. Da seht ihr, hier ist schon das Übergangslogo auf dem Böller. Und hier oben noch das alte. Das zieht sich allerdings nicht ganz durch, weil hier haben wir auch beide alten Logos drauf. Und auf der Rückseite haben wir auch dieses Product Form Schild. Zum anderen haben wir die ganz alte Version. Altes Warenzeichen oben, altes Warenzeichen unten. Kein Product Form Schild. Allerdings hier drauf schon wieder das neue Warenzeichen, ganz komisch. Und hier bei den Böllern, da sieht man aber, die sind nicht direkt von Weco. Das sind weiße Böller mit grünen Ringen, wie das hier aussieht. Und eventuell haben die sogar eine graue Lunte, das wäre natürlich ein Traum. Hersteller Yun Long Hong, Importeur Georg Richter. Also an sich eigentlich Bopi-Böller, ja. Ich habe mal zwei Sets rausgesucht, die jetzt vom optischen der Labels nicht perfekt sind und werde mal diese zwei Versionen, quasi die etwas neuere und die etwas ältere, jetzt aufreißen und einfach mal schauen, wie sind denn die Böller aufgebaut und ja, wenn die richtig gut aussehen, dann wird es für euch auch demnächst mal einen Test dieser leckeren Böller geben. So gut, dann fangen wir mal an und zwar doch mit dem neueren als erstes. Schauen wir mal, dass wir das Ganze hier ein bisschen vorsichtig öffnen. Und da sehen wir schon, dass hier auf jeden Fall Weco gelabelte Böller drin sind. Das zeige ich euch nachher nochmal genauer. Genauso ist das hier bei den Ds, obwohl die sehr hart auch sind an sich. Kann man nichts sagen. So. Noch schön leichte Böller. Gucken wir uns gleich mal genauer an. Und das zweite Set erstmal. Super leichtes Päckchen. Super Böller 1. Hier sieht man auch, wie ich gesagt habe, diese Böller müssten weiß sein, mit grünem Ring. Genauso hier bei den D-Böllern. Und ich sehe schon, die haben eine graue Lunte. Wahnsinn, da freue ich mich drauf. Gucken wir mal, wie das beim Rest aussieht. China-Knaller. Ja, das sieht auch sehr gut aus nach grauer Lunte. Da sehe ich auch weiße Böller. Also diese Sets sind wirklich alt. Und die Matte. Ja, gut. Dann fangen wir mal mit dem ersten Set an. Da haben wir nämlich hier die Superböller. Richtig leichte Böller, vorne gestopft, hinten gestopft. Das ist eigentlich eine Seltenheit bei diesem Übergangslogo von Weco, 90er Jahre ungefähr. Aber auch richtig leicht und steinhart, also ich denke auch hier kann man einen wahnsinnigen Knaller erwarten. Gucken wir uns mal den D an. Auch hier rote Böller, aber diese Wandlung ist einfach ein Traum. Unten schön gestopft, steinhart, kann man nichts eindrücken. Traumhaft, super leicht. Auch hier ein sehr guter Knall zu erwarten. Und ich denke, bei den A's sowieso, ich kenne die A's aus der Zeit und die waren einfach top. Auch wieder die gleiche Verarbeitung, unten und oben gestopft, steinhart, hier 90er Jahre Logo, gut, damit sind wir schon mal durch. Jetzt freue ich mich erstmal auf das nächste Set,
Da fangen wir doch mal mit den Pyrocrackern an. Unglaublich gut verarbeitete China-Cracker, klein. Schöne, lange, graue Lunte. Altes Warenzeichen von Weco. Super leicht, traumhaft verarbeitet. Machen wir mal weiter mit dem D. Guckt euch das mal an. Das ist der absolute Wahnsinn. Ganz leichte Böller, extrem lange graue Lunte. China Böller D. Wahnsinn. Hammerknall zu erwarten. Ja, und jetzt zum größten, was das Set hat. Super Böller 1. Gigantische Teile. Das staubt richtig. Und auch hier graue Lunte. Leicht schönes, dunkles Grün. Top verarbeitet oben und unten. Der Wahnsinn. Ja, die Kette brauchen wir jetzt nicht aufmachen im Grunde. Wir sehen hier schon genauso traumhaft verarbeitet. Riesenlange graue Lunte. Das sparen wir uns jetzt. Ich zeige euch jetzt noch mal ein paar Detailbilder.